Das Türchen Nummer 18 ist heute dran. Hallo und herzlich willkommen, ich bin Claudia. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Adventszeit und macht es euch gemütlich. Und heute wird weiter genäht. Wir machen heute 3 Schritte. Wir schließen den Daumen. Wir nähen den Daumen an den Pulswärmer und klappen noch die Umbruchkante nach innen und befestigen die. Und gestern den Daumen in die Rundung einzunähen, das war auch schon die schlimmste Naht, die vorkommt. Ab jetzt wird es super einfach, nur noch gerade Nähte. Okay, ihr nehmt euch ein Futter und den dazugehörigen Pulswärmer, wenn ihr unsicher seid, welcher dazugehört. Wenn beim Futter die rechte Seite oben liegt, das ist hier die linke, die rechte, schöne, kuschelige Seite liegt oben und beim Pulswärmer auch die rechte Seite oben. Und die Daumen liegen zueinander, also nicht so rum an der rechten Seite, sondern wirklich aneinander, nebeneinander. Dann habt ihr das richtige Futter für den richtigen Pulswärmer. So, das Futter drehen wir nun auf links und legen die Daumennaht, im Grunde wie wir gestern aufgehört haben, aneinander. So, hier unten ist dieses kleine Stückchen vom Pulswärmer. Dann steckt ihr euch die Daumennaht zusammen, so ungefähr mit einem guten Zentimeter Naht. Und haltet das mal testweise an den gestrickten Daumen, ob das gleich lang ist. Das Futter kann ein Tückelchen mehr Weite haben. Beim Daumen nicht ganz so viel, beim Pulswärmer dann etwas mehr. So, also wenn das so hinkommt und euer Daumen sind etwa gleich breit, wie gesagt, Futter eine Idee weiter, dann könnt ihr anfangen zu nähen. Ich nehme wieder den weißen Faden, ihr natürlich einen schwarzen. Und jetzt geht's mit Steppstich. Weiter, wo ihr anfangt, müsst ihr gucken. Rechter Pulswärmer, linker Pulswärmer. Und schließt dieses Stückchen der Naht beim Pulswärmer recht knapp. Und beim Daumen da, wo eure Nadel steckt. Das ist der erste Schritt. Kann man es sehen? Ja, denke ja. Könnt ihr auch alles mit der Nähmaschine machen? Statt mit der Hand. So, der Daumen ist zu. Und dieses kleine Stückchen am Pulswärmer ist auch zu. Wenn ich es euch jetzt mal von innen zeige, sieht das Ganze so aus. Natürlich sieht man mein weißes Garn. Aber so soll das Ganze aussehen. Jetzt kommt die Daumenkante vom Futter an die Daumenkante vom Pulswärmer. Dazu steckt ihr euch das erstmal so, wie es fertig sein soll. Also den Futterdaumen in den gestrickten Daumen. Links auf links. So. Am Futter nicht vergessen, ist hier 1,5 cm Nahtzugabe. Am Pulswärmer
ist ja nur die Randmasche als Nahtzugabe, weil der Pulswärmer anders zusammengenäht wird wie das Futter. Also ihr schiebt den Daumen rein, zuppelt euch den hier oben so ein bisschen wieder raus. Die Naht vom Futterdaumen liegt genau hier. Hier kommt von innen die Naht zu liegen. Und dann steckt ihr euch eine kleine Klammer. Also Futterkante an Kante, eine kleine Klammer stecken, damit sie jetzt die Naht nicht verrutscht. Nochmal checken, ob wirklich Daumen und Futterkante schön aneinander passt. Ja, tut es aber. Und dann dreht ihr das um in der Art, dass ihr da reinfasst, es euch hier oben festhaltet, umstülpt. Die Klammer kann dann weg. Und dann, es geht nur darum, die Stelle nicht zu verlieren. Und dann dreht ihr es alles nach innen, Kante an Kante. So, und sichert euch das. Und dann wird wieder mit Steppstich angefangen, das zu verbinden. Braucht eine neue. Neues Garn. So, wie gesagt, Kante an Kante und ganz knapp einen halben Zentimeter maximal Nahtzugabe bei beiden, bei gestricktem Daumen und Futterzuschnitt und dann Steppstich auch mit kleinen Stichen. Könnt ihr auch mit der Nähmaschine machen, aber ihr seht ja schon, ist ein bisschen friemelig. So, dann wird immer weiter gedreht. Kante an Kante beibehalten. Und weiter mit Steppstich verbunden. Immer ein Stückchen weiter drehen, ab und zu mal gucken, ob es auch hinkommt und nicht zu knapp wird. Der Daumen ist durch die Abkettkante ja relativ unflexibel, also die Daumenkante meine ich. Die Futterkante allerdings dehnt sich, weil es ja Fließfutter. Deshalb dürft ihr die nicht zu sehr ausdehnen. Die Nahtzugabe könnt ihr dann auseinanderklappen. Und da drüber nochmal hinwegnähen. Und immer ein bisschen weiter drehen. So, ich habe ja im Handwerk Schneidern gelernt.
So geht mir das immer leicht von der Hand, wer jetzt so gar nicht nähen kann, der kann schlimmstenfalls den Daumen vom Futter einfach weglassen. Zeige ich euch gleich. So, vernähen. Ich bin jetzt einmal rum mit meiner Kante. Jetzt wird das Ganze wieder auf rechts gedreht. So, wundert euch noch nicht, dass das Futter hier länger aussieht. Da komme ich noch zu. So, jetzt ist der Futterdaumen am gestrickten Daumen. Und wir müssen noch diese Kante, damit sich die nicht so rauswölbt, sichern. Ihr legt das also genau kantig in die Umbruchnaht. Drückt ein bisschen. Wenn euch das hier zu dick und knubbelig erscheint, dann könnt ihr vielleicht die Nahtzugabe ein bisschen verschneiden. So einfach ein bisschen abknipsen, aber vorsichtig, nicht zu viel. Und vor allen Dingen nicht in die Naht reinschneiden. Und dann schön glatt hinlegen. Diesmal nähe ich aber mit Schwarz, damit es auch von außen hübsch aussieht. Und dann sichert ihr die. Na. Stecht von innen nach außen. Hier zum Beispiel an dieser Stelle raus. So, und dann haltet ihr euch das schön fest. Richtig schön, dass die Umbruchkante umgeknickt ist. Könnt ihr auch notfalls mal kurz drauf dämpfen, damit diese Kante bleibt. Und dann stecht ihr einfach einmal rundherum wieder mit so einer Art Steppstich, nicht zu stramm, damit es nicht knackt, immer auf der gleichen Stelle ein, wieder nach unten. Ein wieder nach unten, einmal rundherum. Das dient nur dazu, dass das Futter sich nicht rausschieben kann und dass der Daumen in der Umbruchkante in der gestrickten gehalten wird. So. Einmal rum, ab und zu mal gegenziehen, damit das Ganze nicht zu stramm wird. So, das in dem anthrazitfarbenen Garn sieht man das nicht. Könnt ihr sogar den Knoten von außen machen. Dann schön nach innen reinziehen. Abschneiden. Und dann ist der Futterdaumen nicht nur angenäht, sondern auch eure Kante schön gesichert. Und wenn sich das Futter innen so ein bisschen durch die Meerweite knubbelt, ist das überhaupt nicht schlimm. Im Gegenteil, Futter muss Meerweite haben, sonst fängt es irgendwann an zu spannen. Das ist also nicht schlimm. Soweit haben wir den Daumen angenäht. Morgen geht es dann weiter mit dem Befestigen von Futter und Pulswärmer. Macht's gut, bis morgen. Tschüss!